In Graz ist ein islamischer Geistlicher verhaftet worden. Er soll mindestens 8 junge Männer für den Kampf in Syrien angeworben haben, berichtet das Nachrichtenmagazin Profil. Sowohl der Imam als auch die jungen Männer stammen aus Tschetschenien. In dieser Moschee am Grazer Lendplatz soll der Imam nicht nur gepredigt, sondern auch junge Männer radikalisiert haben. Zumindest 8 Tschetschenen sollen danach in den Krieg gezogen sein, nach Syrien. Dort sind laut Profil 4 von ihnen getötet worden, 2 weitere werden vermisst. Die Staatsanwaltschaft Graz hat schon ein Jahr lang gegen den 41-jährigen Imam ermittelt. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, im Rahmen dieses islamischen Glaubensvereins junge Glaubensbrüder radikalisiert und für den syrischen Bürgerkrieg rekrutiert zu haben, sie also aufgefordert und angeworben zu haben, auf Seiten fundamental-islamistischer Brigaden hier kämpferisch tätig zu werden. Noch im April hat es in Graz Hausdurchsuchungen gegeben bei mehreren islamischen Einrichtungen. Ein Ergebnis ist nun die Verhaftung eines Verdächtigen. Das konkrete Verfahren richtet sich gegen 6 Beschuldigte. Wie gesagt, einer ist nunmehr festgenommen worden. Warum sind die anderen 5 nicht festgenommen worden? Die anderen 5 Beschuldigten befinden sich noch auf freiem Fuß. Hier sind die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft nicht gegeben. Die Ermittlungen laufen noch. Auch ein zweiter Verein in Graz steht unter Beobachtung der Polizei.